Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einmal eine kommentierte Trainingseinheit für euch. Ich mache mit meinem Bill in dieser Trainingseinheit ein wenig Bodenarbeit, ein wenig Freiarbeit und habe mir gedacht, dass es doch mal wieder an der Zeit ist, euch in meinem Training ein bisschen mitzunehmen. Ich fange hier an, indem ich den Bill erstmal am Seil und Halfter ein bisschen locker mache. Das ist übrigens eine der ersten Aufnahmen im neuen Stall. Wir sind zu dem Zeitpunkt circa 5 Wochen am neuen Stall. Und er war noch nicht allzu oft in diesem Longierzelt. Er ist auch da noch so ein bisschen kuckig, weil er die Geräusche von außen zwar sehr deutlich hört, aber nicht unbedingt alles sehen kann. Hinter dem Longierzelt stehen auch noch ein paar Ponys, die ab und zu mal ein bisschen lustig rumspielen. Das bringt ihn doch schon hin und wieder aus dem Konzept. Allerdings hat ihn in dieser Trainingseinheit doch eher die Müdigkeit zu schaffen gemacht. Es hatte nämlich die Nacht davor geregnet und ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, Bill steht mittlerweile in einem Offenstall bzw. Aktivstall, wo er wirklich 24 Stunden draußen steht. Und da muss er sich doch noch an die Nächte gewöhnen, die dann ein bisschen kälter sind und vielleicht auch ein bisschen verregnet. Das merkt man ihm im Training tatsächlich an. Er ist so ein bisschen, ja, sehr müde, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich hatte in dieser Trainingseinheit wirklich ein bisschen Probleme, ihn zu motivieren. So, da seht ihr auch schon, ich habe das Halfter jetzt abgenommen und frage ihn jetzt, ja, ins Beifuß, also ob er eben neben mir herlaufen könnte. Frage jetzt einfach mal so ein bisschen gehorsam ab. Frage auch hier mal, ob er auf leise Zeichen rückwärts gehen kann. Natürlich ist es bei einem introvertierten Pferd unwahrscheinlich schwer, ihn so zu motivieren, dass er wirklich auf feinste Signale reagiert. Und das hat er in dem Fall sehr gut gemacht. Aber ihr werdet im späteren Verlauf der Trainingseinheit auch noch sehen, dass ich da hin und wieder mal so ein bisschen Probleme mit habe. Für mich ist es mittlerweile auch so schön zu sehen, dass Bill so brav bei mir bleibt. Ich hatte ja wirklich sehr, sehr lange Zeit Probleme damit, dass er mir einfach immer wieder abgedackelt ist und sobald ich ihn zurückholen wollte, er dann wütend geworden ist und losgerannt ist. Das haben wir mittlerweile fast zu 100% im Griff, also er macht das so gut wie gar nicht mehr. Hier seht ihr, dass er so ein bisschen schief rückwärts geht, wenn ich ihn hier nach dem Rückwärts frage. Für mich ist das dann ganz klar, dass ich bei der nächsten Einheit auf jeden Fall nochmal mit ihm zurück an die Bande gehe, nach Möglichkeit in der Halle oder auf den Reitplatz, wo ich eben einen Hufschlag habe und eine gerade Bande neben mir, sodass er eben vernünftig gerade rückwärts laufen kann. Ja, sowas gewöhnen die sich natürlich an. Gerade bei der Freiarbeit kann sowas immer mal passieren, dass sie da so ein bisschen mal schief werden oder nicht ganz so korrekt laufen. Finde ich aber in dem Moment jetzt gar nicht so schlimm, weil in der Freiarbeit geht es mir hauptsächlich nicht um die Gymnastizierung des Pferdes. Natürlich kommt die auch noch im besten Fall dazu. Aber mir ist eben die Vertrauensbasis viel wichtiger. Und da nehme ich es auch in Kauf, dass er hier vielleicht mal so ein bisschen auf die Vorhand latscht oder die Hinterbeine so ein bisschen schlurren lässt. Das ist jetzt gar nicht so das Ziel für mich. Ich frage ihn hier immer mal wieder nach Tempiwechsel. Da hat er sich auch ein bisschen schwer mitgetan, streckt sich hier ganz doll ab, natürlich eigentlich viel zu tief. Aber wie gesagt, wir sind in der Freiarbeit und für mich geht es da hauptsächlich eben ums Vertrauen, um die Bindung zum Pferd. Falls ihr es übrigens hier im Hintergrund mal ein bisschen schnarchen hört, das ist mein Hund. Ich habe es, glaube ich, schon öfter in Videos erwähnt, dass er ab und zu mal hier das Video crasht. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ja, ich frage ihn jetzt hier immer mal wieder nach verschiedenen Gangarten, nach Trab-Schrittübergängen. Und hier wird es jetzt für ihn besonders schwierig. Das war nämlich immer der Punkt, an dem er mir früher nämlich abgehauen ist. Wenn ich ihn aus dem, ja, bei Fuß oder auch Stick to Me dann eben auf den Zirkel schicke und in der Mitte stehen bleibe. Das hat er am Anfang überhaupt nicht verstanden und wir hatten da echt Trouble mit. Aber ihr seht, das hat richtig gut geklappt diesmal und ich kann ihn dann auch wieder an meine Seite rufen und kann ja quasi wieder bei ihm andocken und wieder mit ihm zusammen ja traben, laufen, wie auch immer. Also das hat mich sehr gefreut, dass wir das immer mehr festigen können und dass er da eben auch schön ruhig und entspannt bei bleibt und eben nicht in
Hektik verfällt oder meint, er müsste jetzt irgendwie vor mir weglaufen. Jetzt wechsle ich hier einmal die Hand und frage ihn, ob er eben auch auf der rechten Seite bei mir bleiben kann. Tatsächlich tut er sich mit den unterschiedlichen Seiten schwerer. Also gerade rechts, also seine linke Hand bei mir rechts, ist es halt so, dass er gerne mal einfach den Zirkel vergrößert und sich so ein bisschen meinen Hilfen entzieht. Aber auch da seht ihr, das haben wir mittlerweile auch ganz gut im Griff. Auch hier, ich achte jetzt nicht darauf, dass er irgendwie besonders schwungvoll läuft oder sowas. Das ist mir in dieser Trainingseinheit vollkommen egal. Er hat auf der linken Hand immer mal wieder das Problem, dass er die Hinterhand zu stark reinstellt. Das seht ihr hier auch. Er möchte mir ja hier einen Travers anbieten, aber ich ignoriere das momentan einfach, weil ich sonst dauerhaft am Rumkorrigieren wäre. Dass er mir das Travers anbietet, liegt auch einfach daran, dass wir die letzte Zeit an der Galopp-Pirouette vom Boden geübt haben und die Übung fand er anscheinend so toll, dass er mir es jetzt ständig anbieten muss. Aber gut, das muss ich dann halt wirklich irgendwann am Seil korrigieren und nicht in der Freiarbeit. Das sind eben so Sachen, die man in der Freiarbeit nicht korrigieren sollte. Also zumindest kann ich die bei Bill nicht korrigieren, weil er einfach noch, ja, das Band zwischen uns ist noch relativ sensibel, wenn ihr versteht, was ich meine. Also gerade in der Freiarbeit lobe ich ihn mehr und motiviere ihn mehr und fordere ihn jetzt halt nicht so oder korrigiere ihn, weil ich einfach möchte, dass er Spaß mit mir hat und dass er eben gerne bei mir bleibt. Wenn ich dann eben was zu korrigieren habe, nehme ich ihn dafür ans Seil. Hier habt ihr im Galopp gesehen, dass er das auch ganz gerne mal anbietet, dass er mir da die Hinterhand reinschiebt. Und er tut sich halt auch unheimlich schwer mit dem Galopp, ne? Das ist halt, ach, da muss ich dann doch schon mal deutlich nachtreiben und trotzdem kommt er nicht so richtig aus Puschen. Da ist er mir so ein bisschen abgedriftet, dann hole ich ihn sofort rein, dass ich ihm einfach keine Möglichkeit gebe, den Zirkel von sich aus zu vergrößern. Und das ist auch der Weg, der bei uns wirklich sehr gut funktioniert hat, dass ich ihn einfach immer sehe, was ist sein nächster Schritt und das eben im Ansatz quasi ersticke und sage, dann komm doch lieber zu mir und das klappt mittlerweile sehr gut. Ja, jetzt nochmal ein Handwechsel. Einmal auf die rechte Hand. Ihr seht, dass der Galopp da etwas besser ist. Also er ist nicht so total verbogen, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken kann. Er fällt da allerdings so ein bisschen auf die innere Schulter. Das ist aber auch was, das ich lieber unterm Sattel korrigiere als in der Freiarbeit oder in der Bodenarbeit. Das sind halt alles so Feinabstimmungen, die ich unterm Sattel finde, ich besser korrigieren kann, weil ich da einfach noch mehr Hilfen zur Verfügung habe und vor allem das Pferd einfach noch besser spüre. Jetzt gehe ich nochmal mit ihm ins Stick-to-Me oder auch ins Beifuß. Frage da nochmal nach dem Galopp. Bill hatte eine Zeit lang, wo er relativ dominant wurde, je näher er bei mir war und mich dann versucht hat abzudrängen. Deswegen frage ich da immer nochmal nach und beharre wirklich auf meinen Standpunkt und auch auf meine Linie, die ich laufen möchte und lasse mich da nicht vom Weg abbringen. Das haben wir mittlerweile auch ganz gut im Griff. Er droht zwar immer noch mal so zwischendurch und legt mal die Ohren an und sagt, ich möchte aber jetzt lieber auf deinem Hufschlag laufen. Also das sind halt wirklich Feinheiten, die wir einfach noch ein bisschen abstimmen müssen. Aber ich bin schon sehr froh, dass er in die richtige Richtung denkt und nicht mehr so sehr dominant in meine Richtung wird. Hier frage ich ihn jetzt einfach nach einem Schenkelweichen. Möchte einfach, dass er ein bisschen übertritt. Ihr seht, dass das alles so ein bisschen hakelig ist. Das liegt einfach daran, dass ich natürlich eine sehr große Abstellung habe. Das heißt, er muss relativ stark seitwärts übertreten. Ich würde das Ganze lieber als Schulter herein abfragen. Das Problem ist nur, dass Bill auf einem Zirkel das mir als Schenkelweichen anbietet. Und um das in ein korrektes Schulter hereinzubringen, bräuchte ich halt die Bande. Und mache sowas dann lieber in der Halle, wenn ich dann halt einen geraden Hufschlag zur Verfügung habe und nicht nur einen Zirkel. Aber das Übertreten war mir jetzt hier nochmal wichtig abzufragen. Erstmal natürlich für die Kommunikation und auch für seine Durchlässigkeit. Jetzt schicke ich ihm von dem Seitwärtsübertreten ins Rückwärtszirkeln. Da hatten wir eine ganze Zeit lang auch arge Probleme mit.
Ihr kennt das Rückwärtszirkeln ja vielleicht noch aus der Zeit mit Kenny, der hat das immer sehr schön und sehr flüssig gemacht. Bill hat oft Probleme, dass er das sehr eckig macht. Ne? Also er geht ein paar Schritte rückwärts und dann schiebt er die Hinterhand rein und dann wieder ein paar Schritte rückwärts. Das wird aber auch mittlerweile immer besser. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, kann ich euch gerne das Video dazu nochmal hier oben verlinken und natürlich findet ihr das auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich nämlich mal ein komplettes Video zugemacht. Jetzt frage ich ihn hier, ob er die Vorhand bewegen kann. Ich achte darauf, dass ich das Ganze relativ dynamisch mache, weil Bill, wie gesagt, ein sehr introvertiertes Pferd ist und um ihn zu solchen Hüpfereien zu bewegen, braucht es schon sehr viel Motivation und ich möchte einfach, dass er Spaß daran bekommt, sich mal ein bisschen mehr zu bewegen, auch wenn es ein bisschen anstrengender ist. Das hat er hier auch sehr schön gemacht, deswegen habe ich das auch an dem Tag dann dabei belassen. Ja, kommen wir jetzt zu einer Übung, die ich immer noch verfeine. Also ich möchte ihn hier rückwärts schicken und dann zu mir holen und das Ganze möglichst im Galopp. Das habe ich nicht alleine hinbekommen, sondern das habe ich zusammen mit meiner Freundin erarbeitet, die ihn dann von hinten getrieben hat. Jetzt frage ich ihn hier nach dem Drehen auf der Stelle. Das Problem dabei ist, dass er sich halt auf der Hinterhand drehen soll. Es ist im Endeffekt die gleiche Übung wie das Vorhandverschieben, nur eben mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und in Kombination mit dem Ranholen, was ihr gerade eben gesehen habt. Ja, Bills Interpretation ist, eine Mittelhandwendung daraus zu machen. Ich finde es ganz süß. Korrekt wäre natürlich eine schöne Hinterhandwendung, die dann eben gedreht ausgeführt wird. Das heißt für mich einfach, dass ich nochmal einen Schritt zurückgehen muss und das alles ein bisschen langsamer machen muss. Da seht ihr es auch wieder, ne? Die ersten paar Schritte sind auf der Hinterhand gedreht und dann dreht er auf der Vorhand und dreht sich um. Aber auch das ist alles Feinschliff. Ich habe tatsächlich Aufnahmen von den ersten paar Malen, wo wir das geübt haben und hatte auch schon überlegt, ob ich da mal ein Video zu mache. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da mal Interesse dran habt und vor allem, ob ihr da Interesse dran habt, wie man einem Pferd es überhaupt beibringt, im Trab oder im Galopp auf einen zuzukommen. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, hier noch für seinen Spaß ein bisschen steigen. Macht er immer ganz gerne und war auch an dem Tag sehr motiviert. Und jetzt kommen wir zum spanischen Schritt. Der ist so schwierig bei ihm. Also er kann sich da nicht so richtig koordinieren. Es wird zwar immer besser, gar keine Frage, aber ihr seht, dass er da sehr viel Speed aufnimmt und sagt, ja, ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst und da einfach den Takt verliert. Ne? Also es ist kein schöner, taktreiner spanischer Schritt. Auch da üben wir noch. Ich denke mal, dass ich ihn demnächst auch nochmal ans Halfter nehmen muss, um das alles nochmal ein bisschen besser zu korrigieren. Wie gesagt, in der Freiarbeit korrigieren ist immer schwierig. Auch das gleiche hier beim Kompliment. Er dreht den Kopf einfach immer sehr schnell zu mir rein und fragt nach dem Leckerchen. Da müsste ich einfach wirklich mal einen Halfter mit zwei Zügeln rechts und links dran machen, um ihm wirklich nochmal zu zeigen, dass er den Kopf bitte gerade halten soll. Aber wie gesagt, ich finde, dass Bill sehr viel Spaß bei der Arbeit hat und deswegen ist das einfach nur Feinschliff für uns. Und ich finde es halt gar nicht schlimm, wenn da noch kleinere Fehler passieren. Er ist halt noch lange nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Und wir sind ja auch noch auf dem Weg der Ausbildung und ja, deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Ja, zum Schluss noch das Hinlegen, macht er mittlerweile sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, dass er das an dem Tag auch im Longierzelt gemacht hat, weil er ja, wie gesagt, noch nicht allzu lange an dem Stall ist. Auch das Flachliegen hat schon ganz gut funktioniert, aber da fehlt ihm natürlich auch noch die Ruhe. Also mein Ziel ist es, dass ich ihn wirklich ablegen kann und auf die andere Seite des Reitplatzes oder des Zeltes gehen kann und er bleibt so liegen. Aber da ist einfach viel, viel, viel Geduld angebracht. Das war also meine kleine kommentierte Trainingseinheit in der Freiarbeit mit meinem Bill. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ihm doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal hier abonniert. Und ich sage Tschüss, ihr Lieben, und hoffe, bis zum nächsten Video.